Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Neo The World Ends With You. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir müssen auch ein paar Dings hier besiegen. Probier Neues. Zusätzlich zu dem normalen. Ja, deswegen machen wir das auch mal. I think we've got this. Ja, das war gut. Let us tread carefully. Disappear! Nailed it! Masterfully done! Disappear! Let's keep it up! Understood! Ich glaube, wir sollten die normalen Neues mit in die Dings Verwirrte mit reinnehmen, ne? You've got the wrong vector! It's over! You've got the Do not underestimate me! It's over! Are we awesome or what? Ich frage mich, wenn das wirklich so krass ist, warum man sich dann noch so zurückhält. The Wicked Twisters are on top! Ne, es kommt mir zumindest so vor, dass er da sich zurückhält. Wo ist denn hier noch? Da? Nein, hier. Oh, so eine große Serie wollte ich gar nicht haben. Trash. Aber gut. Hoffe ich mal, dass wir das auch hinkriegen. This is gonna be easy. Das wäre einfach mal, Nein, mach doch mal hier. The wrong disappear. It's over. Bye-bye. It's such simple equations. We're on a roll. So, jetzt disappear. Exquisite timing. We got this. Sobald er draußen ist, ist alles in Ordnung. Aber wenn er noch unter Wasser ist, ist es halt, ne? Just be careful. Ja, ja. Disappear. It's over. You've got the wrong vector. You've got the wrong vector. You're done. It's over. Perfect timing. It's over. Indeed. Ah, wir sollten das, glaube ich, hinkriegen. Wir haben noch sehr viel LP und nur noch zwei Kämpfe. I think we've got this. Ja, diesmal ist auch noch ein Heim mit dabei. Let's keep it up. Indeed. It's over. Disappear. Ne? You've got the wrong vector. It's over. Siehste, nur noch ein Kampf und dann ist es schon hinter uns. Our party is equipped to win. Ja, ja. You've got the wrong vector. Disappear. So said annoying. Problem solved. Bye bye. So far, so good. Let's keep it going. It's over. You're done for. That all you got? Also, that was perfect. Disappear. Warte. It's over. You've got the wrong vector. So far, so good. Let's keep it going. Another one bites the dust. Ja. Ich meine, wir haben jetzt ganz viele Dings verloren, Lebenspunkte, aber. Not too shabby. Ja. Sehe ich genauso. Oh. Ja, ja, das waren alle Rivianos hier, ne? Scheint so, damit gehört diese Zone uns. Aber andere waren auch nicht untätig und haben bestimmt auch wieder. Ah, okay. Die Wicked Twisters haben gerade ein neues Revier eingenommen. Mann, ihr kommt aber gut voran. Hä? Die anderen sitzen still rum, oder wie? Also hatten wir wohl recht. Vielleicht ist dieser Shibuya Slam doch nicht so übel. Was meinst du, Boss? Du bist ja gesprächig. Gut, ich will mal kurz auf die Karte gucken.
Die sitzen wirklich rum? Ich geh mal zum Center Guy, ne? Anscheinend gehört diese Zone dem Pureheads. Diese zweitplatzierten Ableitungen. Dann beweist mal eure Kompetenz. Sich den zweitstärksten Team in Shibuya zu stellen, ist ein beängstigender Gedanke. Du hast also auch Bammelboss. Überrascht mich etwas. Nun, ich habe sicher seltener Bammel als du. Hey, ich dachte, du wärst jetzt netter zu mir. Wir müssen also nur das gegnerische Team besiegen. Dann gebt euer bestes Septogramme. Eine miese Leistung dulde ich nicht. Du weißt echt, wie man andere unter Druck setzt. Im Herzen jeder Schlacht schlägt ein Held. Ein Held, der seine Gegner schlägt wie ein Herz. Ist das auch von Another? Ja, vielleicht können wir ja solche Helden werden. Das werden wir wohl heute herausfinden. Nein, ich will nochmal zum Dings hier. Kein Zutritt. Okay, wir müssen hier kämpfen. Hi! Okay, I can do this. Nein, aber wir versuchen's. Ich wollte eigentlich zum Links erstmal die normalen Bereiche. Aber. Geh mal davon aus, dass wir die anderen auch noch besiegen müssen. Could have gone worse. You think so? Aber besser als damals bei der Deep River Society, ne? Muss ich nur mal sagen. Ist in Ordnung. Na komm, Pinker Matador. Haben wir noch gar nicht, ne? Oder hatten wir noch gar nicht? Was zur Hölle war das? Diese Neus sind einfach bei uns aufgetaucht. Und dann hat dieser Typ sie verfolgt. Das war ein Geplänkel, wie man es selten sieht. Ist mir recht, wenn unsere Gegner sich gegenseitig aus der gleichen kürzen. Das ein Leid ist zusammengefreut. Was für eine inspirierende Sichtweise. Da ist was dran. Aber Moment, was, wenn sich die sich gegen uns verbünden? Hoffen wir, sie lassen es bleiben. Wir sollten aber wachsam bleiben. Yeah. Der müsste hier irgendwo sein. Hier. Hi. Unsere Blöcke haben sich getroffen und dann, ein Kampf, ne? Wie bei Pokémon, wie man es kennt. Let's accelerate this. Jojo. Brilliant! Yes, guys! We're on a roll! All together now! Na komm mal her. It's such simple equations. Sure. It's over. Ja, sure. So far, so good. Let's keep it going! Not bad, I'd say. Ja. How could this happen? Tja. Aber wie kommt man tatsächlich gegen die Zweitplatzierten? Das ist schon echt gut, ne? Wenn man gegen die Zweitplatzierten gewinnt, ist schon... Der Boss dieser Zone, ja gut, ist halt nicht der Boss, ne? Ich habe das Gefühl, wir haben schon tausendmal gekämpft. Es sollten nicht mehr viele übrig sein. Ja, Lord Rindo. Kennt ihr diesen lächelnden Herrn? Nicht wirklich. Mhm. Wie der uns anstellt, ich krieg eine Gänsehaut. Glaubt ihr, er ist ein Spieler? Wahrscheinlich einer von den Pure Hearts. Ich muss sagen, er macht eine recht imposante Figur. Und sein selbstsicherer Blick ist einschüchternd. Also wie sieht's aus, wenn wir ihn schlagen, gehört die Zone uns? Dürfte stimmen. Worauf warten wir denn noch? Auf geht's. Okay, wir müssen nicht gegen den Boss kämpfen, sondern wieder gegen so einen... Ja. Okay. Ne? I can do this. Der wackelt halt hier rum. Aber gut. Bin ich ganz froh, wenn wir nicht gegen die Bosse kämpfen müssen, sondern more than we can chew here. Gegen Stellvertreter. Thanks, my disappear! Und ich bin froh, dass es nicht wie damals ist, wie mit den die Brüder zu fällen. Wo wir Team-App hier runter machen mussten, sondern dass wir tatsächlich hier wie gegen die Neus gegen Einzelne kämpfen.
Could have gone worse. You think so? You've got the wrong vector. It's crunch time. Right. You've got the wrong vector. Crunch! Disappear! Oh, it's over. This is down game. It's over! You're done. Disappear! Crunch! You've got the wrong vector. Say goodnight! It's over! Crunch! Disappear! Crunch! Did I do that? You sure did! It's over! Oh yeah! We win! Hier! Wir haben gewonnen! Ich weiß gar nicht mehr, wie viel wir brauchen, ne? Solution I was looking for. Und ich muss noch mal sowieso gleich nochmal in die Notizen gucken. Ja, die Wicked Twister haben sich eine neue Zone geholt, Shibuya-Kreuzung. Wir haben die Pure Arts ausgelöscht. Ha, mehr hast du nicht drauf? Nicht zu großmäulig. Hey! Zeit für mehr, noch mehr Shibuya-Slam-News-Spieler. Die Wicked Twister schlagen wieder zu. Noch ein Revier fällt in ihre Hände. Kann sie denn niemand aufhalten? Dann ist es jetzt offiziell. Wir haben den Pure Heads diese Zone endlich abgenommen. Ja, unser Verständnis der Regel scheint korrekt zu sein. Dennoch dürfen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Ja, es warten noch mehr weitere Gegner. Ja. Leider. Tja, wir können jetzt schlecht aufhören. Gehen wir zum nächsten Revier. Ich würde trotzdem gerne mal. Oh. Hola. Bonjour, meine Freunde mit dem Twist. Das kann nicht sein. Forderst du uns ebenfalls heraus? Ich fürchte ja, Chiquita. War nun Spaß. Meiner Meinung nach habt ihr schon gewonnen. Ich bin aktuell hier, um euch zu gratulieren. Also sage ich zu Ehren eures ersten Siegs Bravo. So sagt man Bravo auf Italienisch. Sup? Uff, hätte ich dir das Wert abgekauft. Haha, Verzeihung, ich lebe einfach fürs Drama. Aber im Ernst, ihr habt drei habt wohl gerade einen Lauf. Ich habe gehört, ihr habt sogar knapp gegen Fuyas Team gewonnen. Ganz knapp. Hallo? Im Herzen jeder Schlacht schlägt ein Held. Ein Held, der seine Gegner schlägt wie ein Herz. Und ich glaube, dieser Held bist vielleicht du. Oh, schade. Du hast aus diesem unverständlichen Ausspruch etwas herausgelesen. Ein Held, der wie ein Herz schlägt? Bin gespannt, welche Aventuras ihr Helden heute bestehen werdet. Du meinst Abenteuer? Offensichtlich. Wer weiß, was ihr tun oder wen ihr treffen werdet. Du hast nur eine Chance, neue Freunde zu finden, stimmt's? Moment. Ich persönlich würde ja meine Gegner ja lieber knuddeln. Motoi? Ja, Migo? Hast du mal von Another gehört? Wer hat das nicht? Du hast nur eine Chance, ist ziemlich eingängig, oder? Yes. Ist mein Lieblingszitat. Haha, du hast Geschmack. Ich war ein großer Fan. Im Ernst? Nun, in diesem Fall, wie fändest du es, wenn... ich dir sage, dass Another niemand Geringes war als Moa. Was? Huh? War? Ja, das stimmt wirklich. Ich konnte im letzten Jahr nur leider nichts mehr posten. Seit dem schicksalhaften Tag, an dem eine Tragödie mein Leben beendete. Das klärt, warum es keine Updates mehr gab. Huh? Also bist du wirklich? So wahr ich hier stehe und es ist echt cool, hier im OG einen Fan zu treffen. Eine wahrlich mirakulöse Begegnung. Deswegen hat er auch den Spruch genommen. Aber echt? Akulös? Was? Oh. Was für eine Schande, dass wir auf verschiedenen Seiten stehen. Wenn die Welt eine Bühne ist, dann ist das hier eine Tragödie. Ja, das ist echt mies. Aber keine Sorge, ich werde euch dreien kein Haar krümmen. Was? Ja, ich lasse euch den Revierkampf sogar gewinnen. Das ist echt nett von dir, aber warum? Tja, also wir sind ja nicht die Letzten und was noch wichtiger ist, ich weiß noch nicht, was ihr drauf habt. Bevor wir Prügel kassieren, lassen wir es ruhiger angehen. Dann sind unsere Operationen am einen Tag mal nicht so grande. Bestellst du gerade Kaffee? Ehrlich gesagt hat der Rest der Pure Hearts etwas Bammel vor euch. Bammel vor uns? C'est vrai. Aber ich setze große Hoffnung in euch. Dieses Spiel ist grausam, wie euch sicher aufgefallen ist. Wir Spieler hatten alle Hoffnung auf den Sieg aufgegeben, bis ihr aufgetaucht seid. Jetzt weht hier ein frischer Wind, dank euch. Ein frischer Wind? Ah, Miss Goosey. Ich hoffe, ich habe euch nicht aufgehalten. Ich bin manchmal echt eine Plaudertasche. Tata. Bis zum nächsten Mal. Au revoir und viel Glück. Wisst ihr, ich glaube, wir könnten echt gewinnen. Sollten wir siegreich sein, könnten wir sogar aus diesem Spiel entkommen. Davon rede ich doch. Ich habe das Wort nicht an dich gerichtet. Aber du hast direkt nach mir gesprochen. Ich glaub's nicht. Ich habe Another getroffen. Und ausgerechnet hier. Dass mein Kommentar auf dein folgte, war ein reiner Zufall. Aber sind Unterhaltungen nicht immer aufeinanderfolgende Kommentare?
Motui scheint wirklich an uns zu glauben. Haben wir eigentlich eine Chance? Wow. Oh, eine Reaper-Ankündigung. Greetings. Oh, schon wieder der. Hier spricht Shiba, euer Spielleiter. Ich hoffe, Tag 6 gefällt euch. Ich habe brandheiße Neuigkeiten. Der heutige Revierkampf ist ein echt hitziges Gefecht. Und ein Team bereitet sich aus wie ein Buschfeuer. Die Wicked Twisters. Hat er gerade unseren Namen gesagt? Hat er schon mal. Ja, ich habe es auch gehört. Ihr seid so gut, dass da wird mir ganz heiß ums Herz. Am liebsten würde ich euch würde ich auch mitmischen. Aber die Überraschungen fangen gerade erst an. Ich hoffe, wir treffen ein paar neue Freunde. Wenn sie so weiterwirbeln, holen die Wicked Twisters sich noch den ersten Platz. Es ist noch nicht entschieden. Also bleibt mir mit Feuereifer dabei. Gebt alles, ich will ein heißes Spiel. Ha! Abdu. Und damit empfehle ich mich. Au revoir. Damit haben wir das 1-4 und die Shibuya-Kreuzung in der Tasche. Und Dugensaka. Hey! Spieler, hier spricht euer Lieblingsreaper. Es gibt fantastische Neuigkeiten. Selbst der Spielleiter konnte es kaum glauben. Aber die Wicked Twisters fegen durch die Stadt wie ein Orkan und haben sich das 104 und die Shibuya-Kreuzung geholt. Ihr seid echt krass. Fetter Respekt. Im Gegensatz zu den Purehearts, die abstinken. Hahaha, die sind raus. Aber der Spaß ist noch nicht vorbei. Wir haben noch die Vara Beauties in der Center Guy, die Deep River Society bei Tower Records und natürlich die Könige von Shibuya, die Wicked Twisters. Wenn die aufeinandertreffen, fliegen die Funken. Das zeigt uns, man kann auch ohne die Ruinbringer Spaß haben. Okay, und das war's von mir. Immer sauer bleiben da draußen. Unser Kampf ist wohl noch lange nicht vorbei. Leider ziehen wir weiter. Mann, ich wollte doch die ganze Zeit hier mal gucken. Du hast einen Superpin erhalten. Dieser mächtige Pin kann erst angelegt werden, wenn du ein besonderes Talent freigeschaltet hast, was ich schon getan habe. Mit mehreren dieser Talente kannst du auch mehrere Superpins gleichzeitig ausrüsten, was dich unglaublich stark macht. Die brauchen wir. So, ich will erstmal hier gucken bei den Pins. Kann ich den denn ausrüsten? Was ist denn der Superpin? Ich meine, die Fähigkeit habe ich doch eigentlich schon, oder? Auswählen? Achso, ich muss den hier... Ist aber doof. Ich meine, der ist gut. Er ist nicht schlecht, aber... Ich dachte, ich kann den zusätzlich ausrüsten. Und ich war mir sicher, ich hätte das schon ausgedingst. Ne, das war die Pinrate. Hier. Lässt sich einen Superpin ausrüsten. Achso, den muss ich wahrscheinlich anstelle der anderen, ne? Okay, warte. Ich wollte ja einen neuen Pin für Minamimoto. Der gut werden kann. Also. Warum nicht? So, jetzt will ich mal zu den Memos. Let me think this through. Also nur das. Gut. Anscheinend haben wir heute doch nicht so viel zu tun. Ich dachte, wir hätten noch ein paar Nebenmissionchen, aber nein. Wir müssen heute tatsächlich nur. Warte. What to do? Ich komme auf die Karte, nur das machen. Geh ich mal hier hin, ne? Weil da können wir anscheinend auch. Da muss ich gleich nochmal auf die Zeit achten. Oder auch nicht. Nicht hier hin. Schade, ich dachte... Kann ich das nicht einnehmen? Nee. Steht nur dran. Schade. Aber wie gesagt, ich guck gleich mal nach der Zeit. Kann man nämlich auch mal speichern. Ah ja, okay. Nein, ich will tatsächlich speichern. Okay. Gut, dann gucke ich mal nach, ne? Habe ich mir fast schon gedacht, wir haben noch ganz, ganz viel Zeit. Ne? Okay, dann da lang, ne? Center Guy. Quay? Ha? Hallo, Wicked Twisters. Ein Mitglied der Deep River Society. Ist euer Vordringen eine Kriegserklärung? Was? Nein, 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 wir kommen in Frieden. Ach ja? Ja, wirklich, wir wollten euch nur einen Vorschlag unterbreiten. Könntet ihr euch vorstellen, mit uns gegen die Warrior Beauties in Center Guy zu kämpfen? Huh? Zwei Team gegen eins? Im Prinzip ja, aber nach diesem einen Kampf wären wir natürlich wieder Feinde, wie wir es gestern waren. Das käme euch doch sicher auch gelegen. Nur ein Team herauszufordern ist doch einfacher, als sich gegen zwei zu stellen. Er hat nicht unrecht. Zugegeben, wir sind auch nicht heiß drauf, gegen zwei Teams gleichzeitig zu kämpfen. Also, was sagt ihr? Helft ihr uns, die Warrior Beauties zu besiegen? Ja. Wenn ja, werden wir euch auch zur Seite stehen. Wie dem auch sei, wir sehen uns. Werden wir machen. Mensch, was machen wir jetzt, Rimbro? Was fragst du mich? Na, du bist doch der Anführer.
lass mich drüber nachdenken. Ja, das werden wir. Wir werden erst die Warrior Beauties zusammen mit den Dings angreifen und dann kämpfen wir gegen die Dings. Genau. Achso, die haben die jetzt hier schon eingenommen. Mein, mein. Na, sieh an, die berüchtigten Wicked Twisters. Hey, Kanon, gut siehst du aus. Schau nicht zu genau hin, mein Rouge ist heute nicht ganz gelungen. Du siehst perfekt aus, wie immer. Oh, wie süß von dir, jetzt muss ich dir das auch noch abnehmen. Aber das war ernst gemeint. Naja, wie läuft euer Revierkampf? Hält eure Erfolgsstände noch an? Ja, wir hauen ordentlich rein. Hab ich gehört. Es heißt, ihr habt Motoi aus dem Rennen geworfen. Ja, irgendwie schon. Er hat sich tatsächlich freiwillig zurückgezogen. Oh, wer es glaubt. Hab auch gehört, wie ihr gestern Fuya sabotiert habt. Also, wer von euch ist das Superhirn hinter den Plänen? Du, Nagi? Haltet jedenfalls die Augen offen. Ich glaube, die Deep River Society ist zum Äußersten entschlossen. Ja, sie werden alles tun, um nicht Letzte zu sein. Hab ich nicht gesagt, du sollst nicht so genau hinschauen? Was? Hab ich doch gar nicht. Ich war nur beeindruckt, weil du so schlau bist. Schade, dass du nicht unserem Team in unserem Team bist. Ach, du bist so ein kleiner Charmeur heute. Oh. Bei anderen Mädchen mag das klappen, aber dafür bin ich zu clever. Nein, nein, das war mein Ernst. Aber es wäre schön, wenn zusammenzuarbeiten. Ihr seid ein besonderer Haufen. Du reaktivierst Erinnerungen. Nagi kann eine fremde Köpfe spazieren. Und Rindy, du? Kannst bestimmt auch irgendwas. Ich sollte besser auf der Hut bleiben. Euch kann man nicht, sich nicht in den Weg stellen. Also ich meine, keine Sorge, ich komme euch nicht in die Quere. Ich hole mir lieber die Revere Noise. Aber wenn ihr meine Beauties trefft, lasst Gnade walten. Ja, ciao. Okay. Ich glaube, trotzdem die Warrior Beauties sind stärker. Hoffentlich denkt sie nicht, ich wollte nur nett sein. Ich habe das alles ernst gemeint. Vielleicht sieht sie ja mehr als ich. Immerhin hat sie gesagt, sie sei cleverer als andere Mädchen. Sie ist schlau und sieht gut aus. Ihre mentale Stärke gegenüber rivalisierenden Spielen ist als einsam zu bezeichnen. Darf ich fragen, Lord Rindo? Ist es euch ebenfalls gelungen, verborgene Talente zu erschließen? Mir? Ja, verborgene Talente habe ich die ganze Zeit benutzt. Naja, gar keine? Nein, also temporäre Regression, das ist dein Talent, stimmt's? Oh, hey, Minami! Ja, Lord Tomonami. Mir sind die Wochen irreguläre Funktionen begegnet. Und zwar an Tag 3 und 5. Oh, tatsächlich? Das war der Tag, an dem ich Lord Rindo begegnete, sowie der Tag, an dem wir die Deep River Society zerstreuten. Zuerst dachte ich, meine Berechnungen wären falsch. Doch das waren sie nicht. Jemand hat die Zeit zurückgedreht, was sie zunichte machte. Die Zeit zurückgedreht, davon weiß ich nichts. Ist ein bisschen weit hergeholt, oder, Rimbro? Ja. Also, er könnte schon recht haben. Was? Du glaubst ihm das? Aber das ist doch total unglaublich. Nein, wir können durch die Zeit reisen. Als wir Nagi diesen Elastra-Pin geben wollten, hat es beim ersten Versuch nicht geklappt. Da habe ich es nochmal probiert. Wow. Das macht total Sinn, deswegen wusstest du so gut über die Gutscheine Bescheid. Gepriesen sei die Kraft des allmächtigen Psyx. Es ist nur so, ich kann die Zeit nicht nach Belieben zurückdrehen. Sure. Da kommt dein Pin ins Spiel. Oh, welcher? Dein Spielerpin. Du meinst den Reaper-Pin, den ich aus dem 104 hab? Den hier? Ihr drei besitzt latente psychische Kräfte. Aber ohne diese Pins könnt ihr sie nicht nutzen. Welches Differential deine zeitlichen Manipulationen erzeugt haben, wird die Zeit zeigen. Oh, verstehe, Zeitreisen. Quen? Ja, wie immer. Was? Wieso sieht deiner anders aus als meiner? Ja, ihr habt auch unterschiedliche, ne? War vielleicht schon immer so. Nein, es gab nur eine Variante. Die waren alle wie meiner. Oh? Der meine scheint auch anders verziert zu sein als Lord Windows. Ja, deiner sieht aus wie meiner. Wo hast du deinen her, Boss? Die Gestaltung von Lord Windows Pin ist viel detaillierter. Führe ich hier Selbstgespräche? Also, damit kann ich die Zeit zurückdrehen. Ja, aber komm nicht auf dumme Gedanken. Vor der nächsten Aktivierung muss er sich wieder aufladen. Ich sehe da keinen Anschluss. Wie soll ich ihn aufladen? Keine Ahnung. Ich habe da so eine Vermutung. Aber ich muss noch etwas herumexperimentieren, um sicher zu sein. Tja. Weißt du? Was gibt's? Du hast ja diese Zeitreise-Superkraft. Und? Findest du nicht, die hat einen Namen verdient? Was, selbsterklärend ist wie Zeitsprung. Von... ja, okay, ich bin zu langsam. Captain Obvious. Captain Obvious! War das falscher Dings wieder? Ah, die haben das eingenommen, okay. Ich werde mich mal um die kümmern. Gleich. Ach, die sind da vorne. Hallo! Na? I don't have time for uninspiring ja, man sieht, dass sie zu den Warrior Beauties gehören.
Okay, we got this. Such simple equations. That all you got? That was perfect. Is she okay? Yeah. So is that a slow? Ich glaub schon. Perfect timing. That was perfect. Will he do next? Such simple equations. Sure. Such simple equations. Sure. Too bad. Great job. Wow, we really killed it out there. Yeah. Haben wir. Wie viele Punkte brauchte ich eigentlich nochmal? Ha! Naturally! Ein paar neue. Die werden wir auch noch irgendwann hochleveln. Ah, hier sind noch ein paar Warrior-Beauties übrig. Was? Yep, voll am Voraus-Team. Na komm mal her. I must needs weather the storm. Ja. We've got this in the bag. Definitiv. Could have gone worse. Masterfully done. You ready for this? Let's go, girls. Time to up the voltage. Let's keep it up. How derivative. You're done for! Easy as pie! Masterfully done! Such simple equations! We're on a roll! Okay. Fine, I'll integrate! You should have to be great! Krass. Say goodnight! Not half bad! Not bad, I'd say. Ja. Alleine schon durch schon Miyamotos neuen Pin. Ist schon... It is an honor to be recognized. Nicht schlecht. Okay. Die Wicked Twisters haben das gegnerische Team erledigt. Die Wicked Twisters haben sich eine neue Zone geholt. Santa Goy. Na dann. Ich will mir alle Zonen holen. Hey! Wabam! Zeit für Neuigkeiten! Die Wicked Twisters haben sich gerade noch eine Zone geholt. Jetzt müssen die Warrior Beauties unbedingt ihre verbleibende Zone verteidigen. Zeit für den Plan, Beauties! Taktik, Taktik, Tak. Die Warrior Beauties besitzen noch eine einzige Zone. Na? Now then! Spieler, es gibt Neuigkeiten zur aktuellen Reviersituation. Hey. Oh, bestimmt geht's um uns. Die Wicked Twisters um die Deep River Society haben sich gegen die Warrior Beauties zusammengetan. Pech gehabt, Beauties, man kann nicht immer gewinnen. Nachdem man es euch in eurem eigenen Revier gezeigt hat, fliegt ihr jetzt aus dem Slam. Also haben die Deep River Society gleichzeitig mit uns angegriffen? Hallo Leute, die Strömung ist stärker geworden, nicht wahr? Dank euch konnten wir uns einen netten kleinen Damm bauen. Und ich kann euch versichern, den zu brechen wird nicht einfach. Das war also euer eigentlicher Plan. Seid gewarnt, Wicked Twisters. Der eigentliche Spaß hat gerade erst begonnen. Na gut, aber können wir auch hin, ne? So, ich muss noch mal was gucken. Ich hoffe doch, dass wir hier vielleicht noch mal was bekommen. Solange wir hier sind. Hallo! So. Angriffbonus bringt nicht viel. Come again! Ja, nee. Gerade nicht. Dann gucke ich noch mal bei dem anderen Laden. Ich meine, wir waren, glaube ich, erst da, aber... Oh, im letzten Kapitel? Ja, nee. Yeah, thanks. Und Geld haben wir auch noch genug, also wir müssen keine weiteren Pins gerade verkaufen. Ich würde aber erstmal gucken, genau, Spain Hill wäre noch frei, ne? Nee. Oh. Dann gehen wir hier hin.
Oder können wir? Doch, wir können. Dann nehme ich mir nämlich erstmal Spainhill. Gotta focus. I suppose combat is inevitable. Dann haben wir sie nämlich eingekesselt. Von beiden Seiten. Oh, this is gonna be easy. Ja. Stimmt, wir müssen ja jetzt die andere Taste drücken. Bye-bye! Na? Could have gone worse. We got this. Yes. Ja, doch, doch, wir sind ganz gut. Auch wenn wir zwischendurch mal eine Pause haben, wo wir halt nicht angreifen können, weil ich immer alles zusammenschlage. Aber... Okay, we got this. Sollte ich vielleicht nicht machen, aber gut. Nailed it! Since we're adjacent. It's over! Hey, not bad. Oh, yeah. Just doing my job. Oh, wäre jetzt beinahe so weit gewesen, aber gut, wir haben ja noch, können wir gleich benutzen, hoffe ich. Let us tread carefully. Ja, ja. Let's end this! Such simple equations. Sure. Such simple equations. Another one bites the dust. Ew. Das ist auch nicht mehr. Wie gesagt, nicht mehr wie, wie viele Punkte wir brauchen. Let's have a look. Na komm her. I'm all set. It's go time. Nehmen wir mit. I foresee no difficulties. Could have gone worse. Masterfully done. Not half bad. Let's keep it going. Now. Ja. Komm. Kann ich schaden. Hardly even a practice test. Yeah. Würde ich auch als Practice Test bezeichnen. It's over. Bye. Yes, got it. Nice one, Ren, dude. Time to up the voltage. Dings wieder einsammeln. Aber sieht ganz gut aus. Ja. Victory is all but assured. Letzten Kapitel so viel gelevelt hab. Yeah. Oh, yes. Got it. Could have been worse. Kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. It's over. Und das ist ja auch wieder Level, ne? Oh yeah, we win. Yeah. Na. Ha. Squirt big on that one. Sehr schön. Ja, ich habe so wieder so viele Pins. Wir haben heute wirklich zahlreiche Kämpfe. Ja, gegen Neues und Spieler zu kämpfen ist echt viel. Bla, 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 Zahlspiel, wir machen alles platt. Genau. Zahlreich. Gotta focus. Ah, da hinten haben wir noch was. Gut, dann nehme ich noch dich mit. Komm mal her. Okay. I can do this. Oh, nur zwei Serien? Okay, ich dachte, ich hätte mehr mitgenommen. Egal. More trash for the heat. Yeah. I'm getting pumped! Indeed. Yeah. Say goodnight! It's over! No. Yeah! Time to pump the voltage! Sieht doch gut aus. Okay. No sweat for Fred. On my mark. Exquisite. Are you ready for this? Na, ich glaube, wir haben ganz gute Kombo gerade. Are we awesome or what? Ja. I expected nothing less. Ja.
Let's have a look. Achso, wir haben den noch gar nicht mitgenommen. Ja, jetzt haben wir's. Aber wir haben trotzdem bekommen, deswegen ist das wahrscheinlich noch nicht mal dass wir da die Punkte bekommen. Ich dachte, ich muss den damit reinnehmen, aber wenn wir auch so die Punkte bekommen, bin ich cool damit. Let's keep it going! Ja. Ist aber in Ordnung. Just be careful! Oh, ich mag die Musik einfach. Not that bad. Indeed. That all you got? Perfecto! Und bevor jemand anfängt, ja, ich hab Persona 5 über PS Plus. Das wird auch noch irgendwann kommen. Ich hab irgendwie... Habe ich irgendwie Bock drauf. Mittlerweile. Also, war vorher nicht so. I foresee no difficulties. Ne? Aber. Doch. Doch, doch. Zumindest das eine. Ja, wie gesagt, das ist einfach viel zu gut. Deswegen, warum nicht auch nutzen? Ne, wenn es ein gutes Spiel ist. Und es mir Spaß macht. Habe ich ja nur Vorteile von. Absolute trash. Und hier habe ich ja auch Spaß, fand ich die Story cool. Auch wenn es mir manchmal schwer tue, aber. Alright, we won! Yes! Perfect calculations. Okay. Deliver perfect results. Na dann. Gotta focus. Haben wir noch welche? Ah ja, mindestens eins, ne? Vielleicht hier oben? Ja, hier oben. Nehmen wir. Ready? Galaxy Brain activate! Oh, ich mag das von Fred. Wenn er dann, so enthusiastisch ist, das ist ziemlich cool. Such simple equations. Most spectacular. Okay. Ja, wir sind schon ganz gut voran mit dem Punkt, ne? Our party is equipped to win. Aber ich bin halt auch Let's keep it up. Volle Punktzahl. Ne? Da bin ich jetzt ein bisschen perfektionistisch. Vielleicht angepasst. Na dann. Haben wir es auch wieder? Sehr schön. Let's accelerate this. Natürlich. Wird das Ganze hier beschleunigt. Indeed. Nice integration. How derivative. What will he do next? Oh. Na dann. Ich sag nichts, ne? Also. No sweat for Fred. Wenn's so läuft, so kann ich gerne laufen. Yes, got it. We're on a roll. Bin ich sehr angetan von. Wow, we really killed it out there. Ich bin da sehr angetan von. So darf's gerne laufen. I expected nothing less. Ja. Die Wicked Twisters haben alle Revier-Noise in dieser Zone ausgelöscht. Die Wicked Twisters haben sich eine neue Zone geholt, Spainhill. Ich will nicht vorschnell sein, aber mir dünkt, wir haben deutliche territoriale Gewinne erzielt. Ja? Das haben wir. Hey! Hey, Spieler!
Stellt die Lauscher auf, es gibt wieder Neuigkeiten. Schon wieder? Ja, die Twisters fegen weiterhin alles aus dem Weg, bis in die Quere kommt. Nur noch zwei Zonen und die Stadt gehört ihnen. Und ihr anderen Teams, werft mal einen kritischen Blick in den Spiegel. Langsam wird's nämlich peinlich. Wir sind so nah dran. Allerdings. Ich bin auch mal froh, wenn wir es mal einfach mal so hinkriegen und nicht über Manipulation, ne? Ich meine, ist seine Fähigkeit, aber, ne? So finde ich auch cool. Absolut. Ich gehe schon mal zur Tipsy Toast Hole. Was machen wir dann im nächsten Part, ne? Also, wir nehmen noch die eventuellen Dings mit. Die Wicked Twisters haben eine gegnerische Zone überfallen. Achso, gibt's keine. Ich dachte, wir kriegen noch mal Cutscene. Dann nehme ich das Speichern aber zumindest schon mal mit. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Bye.